So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Guten Tag. Wusstest. Guck mal, wer mir hier einen Fisch bringt. Ey. In dieser Session ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auf den Bossgegner treffen. Werden wir auf den Bossgegner treffen, werden wir ihn umbringen. Dies und mehr in dieser Session. Wir haben immer noch keinen Namen für den, ne? Dämonentyp. Big Demon. Big D. Ich finde das immer noch so dämlich, dass... Fresh D. Ja gut, ich will den hier nicht namentlich erwähnen. Fresh Dumbledore? Nein. Okay, da ist jetzt ein Bett drin, in dem man schlafen kann. Sehr sicheres Häuschen. Wir könnten ja einen Tempel drumrum bauen, wenn du willst. Was soll ich noch eine Pyramide bauen, oder was? Nicht zwingend, ich meine halt einfach nur so einen Tatami-Tempel. Tatami? Keine Ahnung. Bambusmatten? Ja, sowas halt mit... Du lässt in der Mitte halt um das Teil frei, lässt da den Boden sichtbar. Und mit einem Tempel und Tempel um den Würfel rum, Mecker. Ja. Machst da kein Dach drüber, du machst nur Dach über das, was du da als Foundation hast. Und nach außen halt. Und das war's. Wenn du dir die Behausung von den Yogas anguckst. Ach so. So ungefähr. Na gut, Yoga. Die haben da ja irgendwie solche Wege, wo die dann rumgehen, das überdacht. Und ja, ja, so ein japanisches, japanische Menschen halt. Ja, und die haben dann in der Mitte dann, einfach nur den Boden. Stell dir vor, die hätten hier ein Flugsystem. Jetzt mal aufhören, das immer wegzumachen. Hier mache ich eine normale Brücke. Fuck you. Eine normale Brücke. Eine normale Brücke. Was ist eine normale Brücke? Ich baue eine Brücke. Keine Hängebrücke? Du baust einen Staudamm. Nee, es wird zu einer Brücke. Ich hatte gerade Probleme mit meinem Holz. Das wird eine normale Brücke. Und wenn nicht, dann keine Ahnung, aber. Ja, Problem bei dem Teil hier ist ein bisschen das. Es geht hier halt hoch und da vorne ist das Wasser, das geht dann auch wieder nicht. Du hast hier den Boden so angeraced, dass hier kaum noch Wasser durchkommt. Das wird schon.
Was tut der Ozean ohne das ganze Wasser, was hier von oben reinfließt? Geht aus. Wie in der SpongeBob-Folge. Wie heißt es so schön gemacht zu deinem Projekt? Ja. Ein altes Sprichwort sagt. Mit aber ja, je, am Ende noch. Was ist das überhaupt für ein komisches Moonspeak? Ich hab keine Seile. Kann dir welche geben. Ich kann auch welche holen. Gut. Da hinten stehen Leute. Okay. Der ist einfach nur im Flug gegen Kelvin gegengeknallt. Gut. Sehr idyllisch hier. Möse. Ist du eigentlich alles, was du zum Leben brauchst? Kelvin holt dir den Rest. Ich hol mal Seile. Okay. Gerade eh schon dabei bin, könnte ich eigentlich auch den Weg hier so machen, dass man hier zu dem Lager direkt hinkommt. Dieser Weg. Das ist in der Tat ein Weg. Wird ein Weg. Macho-Man. Macho-Man. Ich finde, es sollte eine organische Art und Weise geben, wie man an Seile kommt. Ich check. Oh, noch mehr.
Das war schlecht platziert. Du bist schlecht platziert. Ich gebe dir gleich schlecht platziert. Was ist platziert? Also ist es schlecht platziert. Was? Die Seilrutsche hier hinten, da fällt man nämlich nicht auf den Gang, sondern auf den Boden. Okay. Aber das beides zu kombinieren war trotzdem eine gute Idee. Die Idee war gut, nur die Umsetzung war schlecht. Wir müssen das noch ein bisschen ausweiten. Am besten über die ganze Welt. Ausweiten? Ah, geht der mal das, Ah, geht der mal aus, Aus, geht der mal raus. Geht der mal aus, Gedärme. Das ist dein Baldur's Gate Charakter. Gedärme aus, Bitte spreng uns nicht hoch. Nö. Was? Ich erinnere mich nur, als ich da vor der Scheune stand. Bitte spreng uns nicht. Mach ich. Das nächste, was ich sehe, ist, dass die Scheune brennt und ich stehe davor. Mit welcher Scheune meinst du gerade? Du meinst. Als du den einen komischen Typ da mit dem Feuer gesehen hast, der sich in die Luft gesprengt hat. Achso, der, ja. Ich meine, da hat der mich in die Luft gesprengt, nicht ich den. Ist der dich auch tot? Ich glaube nicht, dass der gestorben ist. Also ich habe gedacht, der hat das ganze Teil da hochgesprengt, alle da drin sind gestorben. Und das kurz nachdem du uns alle geheilt hattest, auch voll. Auf voll nicht, auf fast voll. Nicht uns, aber dich. Ja. Hat dich doch gefragt, nee, soll ich meinen Redemption Arc machen? Ich weiß nicht, ob das ein Redemption Arc ist, wenn du dich umbringst. Nee, ich meine, was ich gemeint habe, hey, versuch ich jetzt einfach nettes Spiel, nicht mehr versuch nicht mehr random Leuten die Zähne abzubeißen. Das hab ich gesagt, dass du das tun sollst. Ich meine, ich hätte es auch so getan. Ich meine, ich habe Geld auch einfach die Hand abgenommen. Ich weiß immer noch nicht, wer das sein soll. Scheinbar kein wichtiger Charakter. Doch. Nö. Offensichtlich nicht. Ist halt genauso wie Shadowheart oder Astarion oder das Will. Das glaube ich nicht. Gut. Und eigentlich ein Charakter, den ich sehr mag. Das aber jetzt, glaub ich nicht. Jetzt ist er weg. Ich glaube nicht, dass dieser Charakter existiert. Woher habe ich dann die Hand? Keine Ahnung. Was hast du mit der Frau getan, die ich unterrichtet habe? Die wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Die hast du mir weggenommen. Nee. Doch. Die wollte ich mitnehmen. Ich habe die mir weggenommen und ich fühle mich scheiße darüber. Ich habe die unterrichtet und dann fand die mich toll und dann fand die plötzlich dich ohne Grund toll. Du warst nicht mal dabei. Und dann hast du die umgebracht und dann habe ich die ganze Zeit in meiner Kiste aufbewahrt. Bis ich die dann einmal auf dem Boden platziert habe und dann war sie weg. Dünger. Immerhin habe ich noch den Hund, der dafür verantwortlich ist, dass ich meinen Eid gebrochen habe, obwohl ich da nichts getan habe. Da
Das ist Sorge gemacht, du hast den Besitzer von dem angeschrien. Das ist nichts Böses. Für den Hund schon, das ist ein fucking Hund, glaubst du? Ich habe ihn ja auch nicht angegriffen. Doch, du hast ihn angeschrien. Ich habe den Toten angeschrien, um ihm zu zeigen, dass der tot ist. Weil ich es gut mit ihm meine. Ja, und der Hund nimmt das als Angriff wahr, weil dumme... Ja, dann ist das deine Schuld. Weil Hunde dumm sind. Du hast einen Hund, du weißt, dass die dumm sind. Hört mir nicht. Du weißt trotzdem, dass der dumm ist. Warum gehen wir geradeaus eigentlich weiter? Keine Ahnung. Ich wollte hier eigentlich nur, damit man dann zum Bunker direkt kann. Wir können gerne noch ein bisschen weiter und dann nach... Also wir müssen halt eine Kurve kriegen. Ich kann ja mal gucken, wie weit ich komme. Oder wie weit ich gehen muss dafür. Wird bestimmt noch einiges. Ich bin gerade ganz kurz unterbrochen. Guten Tag. Ich würde sagen, der Weg ist jetzt noch mal genauso lang wie zurück zu unserer Base, nur noch länger. Gut. Und ja, ist richtig, dass du geradeaus weitergehst, weil hier ist eine riesige Steilwand und da würde ich lieber oben rum als hier unten rum. Okay. Ich könnte ja mal hier ist ein Lager. Okay. Sage ich nur, damit du es weißt. Hey, hier betet ja jemand was an. Nicht mich, also. Also ich fühle mich halt wirklich scheiße, weil ich diesen Ernährung gebraucht habe. Obwohl ich keine Kontrolle darüber hatte. Gut. Was? Gib mir halt richtig viel Wind-up, aber dann, wenn der zuschlägt, passiert nichts. Gut. Gut, dass da von hinten irgend so eine Frau noch ankommt. Gut. Was? Ich wollte die Frau hier gerade killen, aber dann habe ich einfach nur den Boden unter der angehoben und die ist ausgewichen dadurch. Gut. Also ich habe irgendwas auf den Boden getroffen, als ich dann meinen starken Angriff gemacht habe, wodurch die dann hochgeflogen ist und einfach weiterlaufen konnte ohne Probleme. Gut. In dem Lager war nicht mal was Tolles. Ich gehe mal rüber zu der anderen Base und mache da eine Markierung hin. Okay. Und siehst du, wie weit das ungefähr ist? Wie lange ist die Aufnahme? 19 Minuten. Okay. Hier ist halt wirklich nur Steilwand. Also am besten gehen wir darüber. Ja. Ansonsten kommt man hier nicht weit. Ja. Also ich komme da schon weiter, aber... Ich auch. Ich flieg.
bringe einfach die Wand hoch. Könnte alternativ natürlich auch einfach meine Zipline benutzen. Du meintest, ich soll Rogue bleiben, einfach damit ich mehr Zeug in der Runde machen kann? Ja. Das hilft mir mehr. Vor allem, wenn du Crits machen kannst. Ich guess, ja. Ich finde das ja immer noch dämlich, dass ich jetzt eine Waffe habe, die einfach wesentlich mehr trifft, aber dann irgendwie überhaupt nie trifft. Ja. Elch. Hast du Proficiency mit der Waffe? Ja, natürlich. Warum sollte ich das nicht? Ich bin Paladin. Ja. Ja. Was ist das für ein Geräusch von einem Typen? Ach so, hallo Big Demon. Ja gut. Ich sag ja, der kommt, aber das ist eh kein Problem. Das müssen wir nicht mal mit ansehen. Der schrumpft nicht mehr, wenn er angreift. Der schrumpft ja auch nur, wenn er angreift bei einer Konstruktion. Ja, der greift gerade die Brücke an. Und ist tot. Dauert irgendwie sehr lang, da hinten hinzukommen. Ja. Solltest da später, glaube ich, an so einen Waldweg kommen, wenn du weiter hoch gehst, oder ist das da auf der Map schon? Glaub nicht. Ja. Wenn du geradeaus weiter nach oben ja. Berg gehst und von dort aus können wir dann drehen, glaube ich. Okay. Dann folgst du dem einfach und dann kommst du irgendwann zum Golfplatz. Kannst ja noch in den Würfel innen drin Fackeln rein. Dann leuchtet der nach außen. Einfach Hotboxen oder was? Vor allem Hotboxen mit fucking Fackeln. Fucking Fackeln. Ich muss gerade dran denken, warum hat fucking Table Tennis Gamer Goombas immer Dackel genannt? Weiß es nicht, warum hat er angefangen, nur noch Videos über Japan zu machen und dass Deutschland scheiße ist. Gut. Ich meine, der lebt genau da jetzt. Gut. Ich habe von dem seit 2013 oder so kein Video mehr gesehen. Er hat ja auch eine japanische Frau. Gut. Und einen Halbplatz. Bei Hamish oder bin ich? Ich will die Halbplätze. Willst du Ugly Bastard sein oder was? Genau, ich fucking NTA den jetzt. Beim Ugly Bastard Frau. Ich wäre gut, wenn AT Game NTA Game wäre. Warum? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wie das funktioniert. Ich rauche nicht. Ich rauche auch nicht.
Gut. Ich hab, glaube ich, einen Hasen oder ein Eichhörnchen mit einem Baum erschlagen. Hallo Muddy. Tschüss. Er tut doch nichts. Ich glaube, ich penne dann in der Ski-Alpine Base, wenn es eh dunkel wird. Wie lange ist die Folge, meinst du? 26 Minuten. Tschüss. Was?